Titel vom neuen Pornofilm. Pipi Langstrumpf. Ja. Es riecht nach Pipi im Takatuka-Land. Ja. Ja. Das ist ein ungewöhnlicher, aber eigentlich schöner Pornotitel, würde ich sagen. Gibt's auf. Ja. Hier lässt sich aushalten. Wenn wir jetzt mal einen hätten, der den ganzen Tag für unsere Piepe geht, könnte mir hier sitzen bis heute auch. Also gut ist anders, da bin ich early. So. Moin Freunde. Genau. Scheiße. Willkommen bei Sonne und Sofen. Weil die Sonne scheint. Ja, hatte man schon lange nicht mehr. Nee. Ja, jetzt sind wir hier auf der wunderschönen Parkbank und gucken mal heute, was noch so läuft. Ich weiß, was heute noch so läuft. Zapfhahn. Ja. Wir haben schon noch Bier-Tasting zu machen. Ja. Guck mal, was ich mitgebrungen habe. Nein. Aus Poland. Tütski. Tütski. Von Magneto. Hat uns das vorgeschlagen, Grüße gehen raus, Magneto Official. Könnt mal gern vorbeischauen auf seinem Kanal. Macht Magnetfischen hauptsächlich und zwischendurch auch Sonnen. Ja. Und wir haben noch Körner. Körner, genau. Oder Körner oder wie man auch immer, keine Ahnung. Danke dafür. Merci. Und gute Besserung dir. Jo. Muss mal in die Kamera zeigen, nicht, dass die Leute noch denken, das wäre ganz normaler Stubi. Das ist nämlich so. So tut er aussehen. Körnerpilz, Premiumbier. Unser glanzfeines, strohgelbes Premiumpilz ist schlank im Andruck und kräftig, rezent im Körper. Halthauer Tradition und Tettnanger Aromahopfen verleihen eine edle Hopfenbittere, die angenehm lange hält. Tipptopp. 55606 Körn. Ist hier in der Nähe. Jo, was denn? Kann sein. Mir sagen Sie nochmal vielen Dank, Frau Sandy. Nachname nenne ich jetzt nicht. Liegt mir zwar auf der Zunge, aber muss ja nicht sein. Vielen Dank dafür. Ja, das war schlecht. Echt nicht schlecht. Hat irgendwie was vom Winterbock, aber nicht so stark, ne? Ja. Ist geil. Auf jeden Fall, mega. Ich bin ja eben zu dir gefahren. Mhm. Kam ja so ein Lied im Radio. Von vom Rihanna. Ja. Kennst du? Ja, ja, ja. Vertraut, oder? Jo. Die ist gut. Ja. Hab ich so ein bisschen jetzt einen Ohrwurm. Was ist denn mit dem Wind hier los? Ja, keine Ahnung. Ich war gerade windstill. Jo, wir sind nochmal. Die von Sonneln Suffen. Wir haben schon ein bisschen festgefahren hier. Aber ja. Wir probieren jetzt mal noch. Tüschki. Grüße gehen raus an Magneto. Läuft. Abonnier den Laden. Probieren wir mal, was der uns hier vorgeschlagen hat. Hier unsere polnische Bier. Made in Poland. Prost. Skal. Jo. Kann man nicht machen, nicht early. Jo. Alles gut. Ein Genuss. Kann man auch trinken. Jo. Muss man nicht jeden Tag, aber kann man. Kann man, ja. Ah. Ja, wenn das so weitergeht, dann finden wir heute nichts mehr. Nee. Ich hol gleich mal die Gistbier hier hoch. Und Makita Radio.
Ja. Dann machen wir es mal schön. Wellness-Spa-Tag hier oben in der Sonne. Können wir hier so sitzen, wie sie trinken. Bisschen Wellness, bisschen Bräune. Ja. Alles gelaufen. Ja. Sitzen wir hier und dann geht das wie immer, wenn die das Abhole kommt. Da kommt die mit 150, fährt dreimal an uns vorbei und dann irgendwann klingelt der, wo seid ihr denn? Wir sind hier. Am Waldesrand, aber man kann es ja nicht übersehen. Also doch, schon, mit den Juppen. Ja. Die gute Jacke hier, aber sonst. Und die gibt es immer noch bei Amazon. Die gibt immer noch bei Amazon, Leute. Wenn jetzt noch einer fragt, wo wir die Scheißjacke haben, lest die alten Kommentare, ich hab die Schnauze voll. Hier ist mal der scheiß Link da rein zu ballern. Ich muss mal Geld von Amazon kriegen mittlerweile. Premium-Mitgliedschaft. Ja, oder hat mir wenigstens als Werbebild genommen werden. Sonne und Suffen hat die Jacke an. Oder so. Premium-Jacke. Regen, Wind und Wasserdicht. Bierdicht auch. Ja. Dicht sowieso. So wie die Träger. Oh Mann. Ich habe immer noch einen Ohrwurm vom Rihanna. Immer noch? Ja. Der hält lang. Ja. Das ist dieses Traurige. Bald haben wir 300 Abos. Ja, schon gesehen. Ich leg mich jetzt zurück und warte einfach. Ich mach gar nichts. Gar nichts. Gar nichts mehr mache ich. Gar nichts. So, ein Bier trinken. Nur noch Bier trinken. Und dann haben wir auch 300 Abos. Wir müssen ja nicht jedes Mal was finden, oder? Oh, ist das so geil. Ja, ich kann ja sagen, wie wir was finden würden. Wenn wir mal anfangen würden. So, war doch. Aber wenn wir jetzt hier sitzen, dann würden wir jetzt unser Bier schön gemütlich trinken und uns wird von oben einfach ein Vogel anscheißen. Das bringt Glück. Das bringt Glück? Ja. Ja. Dann war doch hier eben so ein Gelbmeise. Gibt es Gelbmeisen, Leute? Hier ist eben so ein gelber Vogel geflogen. Da hat ein Onkel Markov hat gesagt, guck mal, da fliegt ein gelber Vogel. Ja. Dann habe ich gesagt, das ist bestimmt keine blaue Meise. Und dann kamen wir auf den Entschluss, dass es vielleicht eine Gelbmeise sein könnte, aber ich bin da early, ich weiß nicht, ob Gelbmeisen gibt. Eine Maismeise, die kommen auf Maisfeldern. Ah. Deswegen ist die gelb. Das hat sich so übertragen, so die Farbe. Wahrscheinlich. Sauber! Frühschoppen! Iron Maiden! Let's bet. Ich hatte gestern mal ein ernstes Thema zu klären, gell? Ja. Wenn du daheim... Ich meine nur, wenn... Nur mal angenommen, man würde... Ja. So nicht, dass wir sowas tun, aber... Nur mal angenommen, man würde... Bier öffnen und das in einem Glas mit Cola mischen. Ja. Dann ist das ja so, dass... Mein Herz. Dann ist das ja so, dass irgendwann sich die Cola so unten absetzt mit so Fäden. Ja. Wie machen die das in den Dosen und in den Flaschen bei Fertig-Cola-Bier, da das nicht so ist? Ja, keine Ahnung. War gut drauf. Ja. Das beschäftigt mich, weißt du, da kann ich nachts teilweise nicht schlafen wegen sowas. Gut war. Jetzt wurde es sagt, das ist mir ganz aufgefallen. Haben wir eigentlich schon mal angeschossene Dackel, ist genau sowas. Ja. Oder wenn kleine Menschen die Dusche wärmer stellen müssen, weil das Wasser auf dem Fallweg ja schon abkühlt. Ja! Weißt du das? Ja! Das ist. Ja, aber da mache ich mir Gedanken. Ja. Hast rein. Action, Action Udo. Nachdem was die letzten Wochen und so hier war, ey, könnte ich eigentlich doch die Sonne heute noch ein onanieren. Die Sitzposition hier ist komplett darmentspannt, ey. Du hast das Gefühl, du kackst hier gleich. Ja.
ich hab noch nicht durch. Boah, ich bin auch durchgeknetscht. Kannst du mir mal helfen? Jo. Tschö. Oh Mann. Jo, Kameramann ist umgefallen. Hatte Schwächeanfall.